Hallo und herzlich willkommen, liebe Schachfreunde, zu einer weiteren Ausgabe der Partie des Monats, zur Partie des Monats April 2014. Immer wie immer mit mir, super internationaler Meister Hagen Pötsch. Das bin ich jetzt vielleicht in den nächsten Tagen nicht mehr, da wird die neue Elo-Auswertung rauskommen. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen was verloren, werde wieder unter 2,5 kommen, aber deswegen habe ich mir gedacht, mache ich noch schnell ein paar Videos. So. Diesmal mit neuer Ansicht, nicht wieder. Ja, diesmal kann ich euch alles an einem Brett zeigen und ihr werdet mich auch sehen, wie ich rede. Im April 2014 spielte ich das Neckar Open in Deizisau mit. Das war zumindest früher das größte Open Deutschlands, könnte sein, dass es immer noch so ist. Und ich holte 7 aus 9 und wäre mit diesem Ergebnis zum Beispiel letztes Jahr geteilter Erster gewesen, aber dieses Jahr war das nicht so und ich kann auch nicht so ganz zufrieden sein, weil ich schon in der vierten Runde gegen einen etwas schwächeren verloren habe, aber insgesamt habe ich 7 Elo gewonnen, also es ging schon. War schon ganz gut und die Partie, die ich hier vorstellen möchte, ist die Letztrundenpartie, die dramatische Partie der Schlussrunde gegen FM Gabriel Gelwiler aus der Schweiz. Es wurde gespielt im Modus 9 Runden Schweizer System. Wie gesagt, 7 aus 9 habe ich ja. An 5 Tagen, das heißt 4-mal Doppelrunde. Deswegen konnte man sich auf die Partie noch nicht so richtig vorbereiten. Und eigentlich kommt mir das schon recht entgegen. Wobei, das ist verschieden. Das ist auch mal so. Also gut. Ich hatte Weiß. Und ich spielte E4. Mein Gegner spielte die Neidorf-Variante. Also so. Springer F3, 6, Springer C3, A6. Ich habe in dieser Stellung habe ich bisher nur 2 Züge gespielt. Aber der Zug, den ich wirklich favorisiere, das ist Läufer G5, denn der ist richtig aggressiv und komplizierte Stellungen entstehen. Auch H3 habe ich schon gespielt, ganz früh habe ich auch F3 gespielt. Vielleicht kommt es auch mal wieder, aber Läufer G5 ist mein Hauptzug. So, schon das zweite Mal in dem Turnier spielte mein Gegner nicht den Hauptzug E6, sondern Springer BD7. Das wurde in einem Buch von Lubomir Vtatchnik empfohlen. Ich sage dazu immer die Bogner-Variante, denn ich weiß gar nicht, wer das ursprünglich diese ganzen Varianten zusammengestellt hat, wahrscheinlich Christoph Thiemann, aber jedenfalls Bogner hat diesen Zug Springer D7 so richtig populär gemacht, glaube ich. Vorher war der nicht so besonders gut. Die Idee ist halt auf F4, Dame C7, Dame F3, also so spielt man das zumindest auch sonst in den E6 Varianten, ist ja auch die Idee F4 und Dame F3 und hier gibt es die interessante Variante H6, Läufer H4, G5 mit Kompensation für den Bauern. Schlagen, 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 Dame C5. Und die schwarzen Figuren sind richtig aktiv. Das ist die Hauptidee. Es gibt allerdings auch andere Varianten. Man kann auch hier mit Schwarz Dame B6 und E5 machen oder Dame A5. Deswegen, F4 ist einer der Hauptzüge. Ansonsten gibt es auch Dame E2, ist auch interessant, aber mein Lieblingszug ist hier Läufer C4. Und ich habe das schon so weit ausanalysiert, dass ich hier überhaupt keine Angst habe, das mit Weiß zu spielen. Die meisten Gegner, früher war der Hauptzug Dame A5, da kommt dann sowas wie Dame D2 und E6 lange Rochade und B5. Und dann gibt es, glaube ich, auch so Varianten mit Läufer D5, B4, Läufer schlägt A8 oder Läufer B3, das kann man beides machen. Jedenfalls war auch nicht, mein Gegner spielte Dame B6. Der Zug ist auch im Buch empfohlen worden. Idee ist halt einfach auf B2 zu schlagen. Da hat man mal eine andere Bauernraubvariante, das verhindere ich aber mit Läufer B3. Mein Gegner spielte E6, was anderes kann er hier kaum machen. So, E6. Und hier kommt meine Spezialvariante. Ja, nicht nur meine. Das haben natürlich schon welche vor mir gespielt, gebe ich zu. Aber
wenn ich jetzt zum Beispiel F4 mache oder Dame D2 und Langrochade, habe, kann Schwarz Läufer E7 spielen und würde dann nach Läufer schlägt F6 mit Läufer zurücknehmen. Deswegen nehme ich hier sofort auf F6 raus. Das sieht komisch aus, aber es ist eigentlich ganz gut. Ja, es sieht komisch aus und wie ein Tempoverlust aus, aber der Springer steht hier auf F6 auch nicht optimal, kann durch G4, G5 oder F4, E5 angegriffen werden. So, hier allerdings, nach Springer schlägt F6, spielt man Dame D2. F4 würde auch gehen, aber das würde E5 erlauben und wenn Schwarz das alles perfekt spielt, dann ist es eigentlich ausgeglichen. Dame D2. Gut, hier gibt es auch andere Möglichkeiten. Natürlich, Schwarz kann Springer D7 spielen oder Läufer D7 oder auch Dame C5 oder so Sachen. Also Läufer D7 kam irgendwie in einer Partie, hatte ich vorher auch in Necker Open, aber mein Gegner spielte so das, was so die meisten wahrscheinlich spielen würden, erstmal entwickeln. Ja, Läufer D7, jetzt spiele ich F4, Rochade, lange Rochade. So, das war auch im Maschinenraum von Schach.de. Ist die Variante, habe ich auch die Variante ziemlich oft bekommen und verdammt gute Ergebnisse. Also auch wenn ich nicht immer gewonnen habe, weil ich ja immer nur mit dem Laptop gespielt habe, aber ich bin fast immer in Vorteil gekommen. Springer D7, gut. Springer D7 ist der Hauptzug hier. Also jetzt Springer D7, C5. Möglich wäre auch sowas wie D5, glaube ich. Aber dann kommt E5. Also D5 Idee, irgendwie den Bauern hier zu opfern, aber dann kommt E5 und da steht Weiß auch besser. Denn Schwarz kann irgendwie nicht nach D7, weil Weiß hier rein opfert. Naja, jedenfalls. Und natürlich kann Schwarz auch irgendwie Dame C7 oder Dame C5 machen und Idee B5. Da gibt es irgend so einen Turm H1 oder Dame E2 und dann G4. Das war bei der Dame C5-Variante. G4 ist jetzt nicht so genau wegen Springer schlägt G4, aber das muss Schwarz auch genau kennen. Oder Weiß macht der Dame E2 Idee G4, G5 kann man machen. Auf B5 einfach A3. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit ist, glaube ich, auch Turm E1. Und Idee ist F5. Da kann Weiß auch in Vorteil kommen. Gut, mein Gegner spielte was ganz anderes. Er spielte hier Turm D8. Gut, Idee ist natürlich auch sowas wie D5 zu spielen. Und deswegen bin ich hier gleich mal aus der Schusslinie gegangen mit Dame E2. Mein Plan war einfach G4, G5. Läufer F8. Läufer F8 hat halt die Idee, ja, dass er vielleicht auf F5 rausnehmen kann. Ja, denn so eine Stellung ist halt auch immer positionell total gut für Weiß, weil der Läufer hier auf den Punkt F7 zielt. Und auch G4, G5, G6 wird dann sehr unangenehm. Und das ist kaum noch zu stoppen. Deswegen hat der Läufer F8 gespielt, um wahrscheinlich auf F5 rauszunehmen. Entschuldigung, der steht hier. Genau. Ja, ich habe hier G4 gespielt. Aber im Nachhinein habe ich mich geärgert, aber irgendwie war G4 doch ganz gut. F5 wäre möglich. F5 wäre möglich, aber auf E schlägt F5, E schlägt F5, D5. Und G4, Läufer B4 ist es eigentlich ganz gut für Schwarz, denn auf G5 schlägt Schwarz auf C3 und kriegt das Feld E4. Das geht eigentlich für Schwarz. Muss Weiß auch aufpassen, dass er nicht schlechter steht. Der Computer sagt hier, dass Weiß F5 spielen soll und dann irgendwie Turm F1 eine ganz interessante Sache ist. Entschuldigung, der steht hier. So, ja, irgendwie Turm F1 und auf F schlägt E, Springer schlägt E wahrscheinlich und Schwarz kann nicht nehmen, weil F7 hängt. Das ist ziemlich gefährlich für Schwarz. Gut. Aber ich habe gedacht, ich schiebe hier erstmal alle Bauern nach vorne, denn Schwarz braucht ewig, bis er dasselbe am Damenflügel schafft. G4. D5. Gut, ansonsten mache ich einfach G5 und F5 und stehe ziemlich gut. Deswegen macht er D5, um dann mit dem Springer auf E4 rauszunehmen. Deswegen mache ich E5. Springer D7.
Ja, ich habe hier auch überlegt, F5 zu spielen, aber das gefiel mir da nicht so gut. Ja, weil ich dann auch einfach nicht weiterkomme, nicht so leicht mit, ja, F5, Springer C5 und dann, ja, wie soll ich weiterkommen? F6, G6, war mir jetzt irgendwie alles nicht so klar. Ich habe G5 gespielt, das war jetzt mal, ist jetzt die andere Idee. Ich habe mir schon gedacht, dass das nicht so super ist, aber meine Idee ist jetzt einfach H4, H5, G6. Dauert sehr lange, aber wenn ich dazu komme, ist es brandgefährlich. Und Schwarz muss ja erstmal mit den Figuren rauskommen. Springer C5, H4. Ja, hier ist auch A5 möglich. Nach A5 muss ich mir was einfallen lassen bezüglich des Läufers. Vielleicht einfach A3. Und auf Springer schlägt B3, C schlägt B3. Oder ich kann halt, ja, auf A5 kann ich vielleicht auch, ich weiß nicht mehr genau, was ich geplant hatte, vielleicht auch Springer A4 spielen. Jedenfalls, er hat erstmal Läufer E7 gemacht. D7. Das gibt mir natürlich eine andere Möglichkeit, nämlich H5, A5. Jetzt habe ich schon sofort G6 gespielt. Meine Idee war jetzt halt einfach A4 kommen lassen und damit ich hier das Opfer auf D5 habe. Läufer schlägt D5 und das ist sehr chancenreich, denn F7 hängt dann auch. Ja, nimmt und die Dame hat kein besonders gutes Feld. Die kann natürlich nach A5, zum Beispiel so. Aber gut, G schlägt F7 Schach wahrscheinlich. Wenn der König wieder nimmt, dann habe ich F5 und drohe ich schon E6 Schach und Figuren gewinnen. Das ist alles nicht so einfach zu stoppen für Schwarz. Ich habe gedacht, das ist ganz chancenreich. Hätte er vielleicht besser erst A5 gespielt, aber das hatte da auch irgendeinen Nachteil. Ich weiß aber nicht mehr welchen. Gut, ja, A5, G6, deswegen hat er, gut, wegen dieses Einschlags auf D5 hat er Angst bekommen und Springer schlägt B3 gespielt. Springer schlägt B3 war aber irgendwie nicht so gut. Ich hätte hier mit dem A schlägt Abauern wieder nehmen müssen. Das ist irgendwie auch hier im Neidorf Standard, also in dieser Variante, dass man meistens mit dem Abauern nimmt und trotz A4 passiert einem da auf der A-Linie eigentlich gar nichts. Das, gut, Weiß könnte jetzt zum Beispiel B schlägt A4 spielen. Jetzt muss der Läufer erstmal nehmen und verliert dann noch ein Tempo, wieder zurückzukommen. Und in der Zeit kann ich G schlägt F7 und F5 machen oder sowas. Ja, das heißt, A4 ist nicht zu gefährlich. Also im Drachen, in der Drachenvariante, kennt ihr alle wahrscheinlich, gibt es das Motiv, dass man im C-Bauern wieder nimmt. Und genau das habe ich auch hier gemacht. Aber das war nicht so stark wie A schlägt B. Gut, mein Gegner spielte hier A4. Gut, ich komme zuerst. Ich nehme erstmal hier raus. Er nimmt wieder. Gut, er ko konnte natürlich auch auf H8 gehen, aber ja, dann habe ich zwar nicht so richtig Angriff, aber ich habe hier einen Bauern mehr und kann auch F5 spielen. So, ich hatte hier auch eine sehr originelle Idee. Ja, ich kümmere mich halt nicht so großartig um den schwarzen Angriff und greife selbst an. Mache F5, A schlägt B3. König B1. Natürlich muss ich verhindern, dass der Bauer irgendwie durchläuft und so Scherze. Ja, König B1 war, glaube ich, ein ganz guter Zug und trotzdem hat Schwarz hier eine ganz gute Möglichkeit. Im Prinzip habe ich hier ziemlich viel angegriffen, aber ich habe eigentlich bei bestem Spiel keinen Vorteil mehr. Ich habe einen Vorteil ziemlich verspielt, aber es ist natürlich immer noch sehr einfach fehlzugreifen für Schwarz. Und genau das hat er in dieser Stellung gemacht. Am besten wäre in dieser Stellung gewesen, dass er einfach auf F5 schlägt und E6 Schach bringt ja nichts, ist ja genügend drauf. Und Springer schlägt D5 ist schlecht wegen Dame A6 und Schwarz droht halt hier auf A2 und auch die Damen zu tauschen. Und bei einem Mehrbauern, den Schwarz im Moment hat, ist es natürlich günstig für ihn. Deswegen muss ich hier nach E schlägt F5 A3 spielen und weiter auf Kompensation hoffen. Es ist dann etwa ausgeglichen. Ich kann natürlich immer noch hier, er hat hier wenig Angriff und ich habe hier schon noch ein bisschen, also schon ein bisschen mehr. Jedenfalls, er hat aber hier sofort einen Verlustzug gemacht, nämlich Läufer B4. Er sollte eigentlich verlieren und das ist schon machbar, sowas zu sehen.
Ich muss jetzt hier einfach nur alle Schlagmöglichkeiten berechnen. Ich habe einfach, mich hat hier halt einfach ein Zug ganz besonders gereizt. Nämlich, weil ich hier diese zwei Bauern habe, wollte ich die halt noch weiter nach vorne bringen. Also am besten wäre erstmal gewesen, F schlägt E6 Schach, nimmt. Springer schlägt E6. Dame schlägt E6. Gut, König nimmt, kommt wahrscheinlich das gleiche. Dame schlägt E6 und jetzt große Kombination, eigentlich nur kleine Kombination für mich. Springer schlägt D5. Wenn er Turm nimmt, kann man Dame F3 spielen und gewinnt den Turm. Hat also eine Qualität mehr und ist eigentlich ziemlich partieentscheidend, denn Schwarz hat kaum einen Bauern dafür ein. Oder gut, Schwarz kriegt von mir aus noch den A2 Bauern, aber der ist eigentlich fast nichts wert. Außerdem werden ja die Damen nicht unbedingt getauscht und dann kriegt der König noch Probleme. Ja, gut, wenn Schwarz nicht auf D5 rausnimmt, sondern jetzt angenommen, ich mache das Schach König A1. Ja gut, der Läufer kann irgendwo hinziehen, aber C7 hängt ja auch noch eine Qualität. Also Schwarz hat hier richtig Probleme. Schwarz wird auf jeden Fall verlieren in dieser Stellung. Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe in dieser Stellung einen Moment. Das ist halt, wenn man Stress hat. Moment, so hier. Das müsste die Stellung sein. Der Springer müsste eigentlich woanders stehen. Ne, der Springer steht richtig. Gut. Was hat mein Gegner hier gerade gemacht? Läufer B4. Genau. Genau, ich hätte zweimal auf E6 nehmen müssen und dann auf D5. Aber ich habe hier gleich auf D5 genommen, um jetzt hier auf E6 das Schach zu haben. Und gewinnt diesen Läufer auf D7. König G8. So, auf ein anderes Feld kann er nicht gut, denn dann nehme ich auch immer dann nehme ich halt D7, also zum Beispiel König F8 nehme ich D7 raus und dann hätte ich auf E6 schon gleich das Schach. Also König G8 ist richtig. So, hier ist wieder ein interessanter Punkt, eine interessante Stelle, an der ich zwei Möglichkeiten habe. Und am besten wäre gewesen, wenn ich hier D7 genommen hätte. Und dann sowas wie, also wenn er Schwarze wieder nimmt, was er eigentlich sollte, dann einfach A3 spielen. Der Läufer muss zurück und dann kann man Turm H3, Turm schlägt B3 machen. Hier geht natürlich auch Springer schlägt B3, also jedenfalls hat Weiß hier einen soliden Vorteil, denn ja, die Bauern sind hier vorne und greifen an. Ja, Weiß hat schon noch mehr Angriff als Schwarz. Das war aber nicht so ganz in meinem Sinne. Ich habe eine andere interessante taktische Möglichkeit gesehen. So ein Motiv, wovon ich dachte, dass es so richtig interessant ist und dass es auch richtig schnell gewinnen kann. Habe allerdings dabei einen sehr, sehr starken Zug übersehen von Schwarz, nämlich Turm HG1. Ich glaube, viele, fast die meisten Spieler hätten sofort auf D7 genommen und gar nicht mal Turm G1 überlegt. Aber ich habe den Mut gehabt, hier in der alles entscheidenden letzten Runde Turm HG1 zu spielen. Ja, aber das war nicht ganz korrekt, und mein Gegner hat jetzt auch gesehen, warum. Gut. Meine Drohung ist ja Turm schlägt E7 und irgendwie Dame E5 und Matt setzen. Aber er kann so spielen. Turm schlägt A2, das habe ich natürlich auch noch gesehen. Die vernichtende Drohung Turm A1 Schach, Dame A5, Dame A2, Dame A1, Matt. Ich habe halt gedacht, Turm schlägt A2 wäre ich einfach mit Springer schlägt B3 ab. Wird schon nichts passieren. Der Turm muss wieder zurück und dann kann ich auch noch entscheiden, ob ich auf E7 nehme oder ob ich erstmal G7 nehme, denn wieder nehmen kann er wahrscheinlich nicht wegen Dame E5 Schach und dann habe ich so viele Schachs, dass es am Ende matt wird. Ja, ich habe einfach gedacht, Springer schlägt B3, Eis gewinnt. Und plötzlich, ja eigentlich schon, ich glaube schon bevor er auf A2 genommen hat, habe ich plötzlich gesehen, dass er auf Springer schlägt B3 diesen Zug, diesen vernichtenden Zug Läufer C3 hat. Läufer C3, ja, droht Turm schlägt B2 Schach und droht hier.
und deckt auch noch G7. Wenn ich jetzt auf A2 nehme, was ja das einzig Logische ist, kann Schwarz, ja, müsste Turm A8 sein, König B1 und Dame schlägt B3. Ist das gut? Dame schlägt B3 spielen. Ja, das müsste gut sein, ne? Und ich schlägt D7. Und dann halt irgendwie Dame A2, ich weiß es nicht mehr genau. Dame A2, so. Können wir mal durchrechnen. Dame B5 Schach. So, Weiß muss natürlich an der Dame dranbleiben und jetzt D4. Ja. Und dann der König muss auf die F-Linie, Schwarz nimmt auf F5 und auf D7 und hat drei Bauern für die Qualität und steht auf Gewinn. Darauf wollte ich mich halt nicht einlassen. Natürlich nicht. Das habe ich dann im letzten Moment gesehen und musste deswegen noch etwas vorher spielen, damit das Ganze nicht so gut geht. So, wie war das alles? Das ist der Nachteil, wenn man hier. Das ist der Nachteil, wenn man nicht am Computer sitzt, sondern alles selbst aufbaut. So etwa könnte es stehen. Moment, hatte Schwarz hier noch einen Bauer oder Weiß? Ja, Schwarz hatte hier einen Bauer, genauso. Genau. Ich glaube, das war die Stellung. So, so steht's. Das vorher rausschneiden, ja? Also auf Turm schlägt A2. Auf Turm G1, Turm schlägt A2. Habe ich ja gemerkt, dass Springer schlägt B3 schlecht, deswegen Läufer C3. Und deswegen habe ich erst auf G7 genommen. König H8, denn König schlägt G7 kann man nicht machen, wegen Dame E5 Schach und es wird matt. König F8 ist auch nicht so gut, kann man zum Beispiel E7 machen. König H8, jetzt Springer schlägt B3. Schwarz macht natürlich wieder Läufer C3. So, und jetzt habe ich wieder den einzigen Zug gefunden, nämlich Turm schlägt D7. So, und jetzt ist ein wichtiger Moment. Ja, Schwarz muss natürlich jetzt in dieser Stellung aufpassen. Denn... So, Schwarz muss in dieser Stellung aufpassen. Denn er sollte hier auf B2 schlagen, wenn ich es richtig... Ja, genau. Er sollte hier auf B2 schlagen. Was droht Weiß? Weiß droht halt hier auf A2 zu nehmen, wenn der Turm wegzieht auf C3 und die Dame kann ja auch nicht so richtig ziehen, sonst hängt er der D8-Turm. Also er muss schon schlagen. Dame schlägt B2, Läufer schlägt B2 und jetzt wichtig, König schlägt B2, nicht Turm schlägt D8, sondern ich sollte König schlägt B2 machen. Und auf Turm D7, E schlägt D7. Und diese Stellung ist tatsächlich... Diese Stellung ist tatsächlich ausgeglichen, weil Weiß da noch irgendwie so ein Motiv hat. Dame B5 geht ja nicht wegen der 8 Dame. Stimmt. Also wenn die Dame jetzt irgendwie den Bauern angreift, zum Beispiel mit Dame C7 oder so, dann kann Weiß Springer C5 spielen. Und Schwarz kann ihn nicht schlagen wegen der 8 Dame. Und ansonsten kommt irgendwie der Turm über E1 nach E8. Und deswegen... muss Schwarz jetzt hier irgendwie versuchen, Dauerschach zu geben. Und bei korrektem Spiel kann er das auch. Das wäre die einzige richtige Variante gewesen. Aber ich hätte vielleicht die Türme auf der 8 zwischengetauscht und dann hätte ich auf Verlust gestanden. Aber kam ja zum Glück nicht so. Ja, in dem Moment... Das war auch lustig in diesem Moment. Es haben ganz viele zugeschaut, denn es war die letzte Runde. Und gut, ich war nur am 9. Brett, aber die Stellung war so spannend. Und mein Sohn war auch da, Macho Vallejo. So, kennt natürlich keiner, weiß ja nicht, wer das ist. Aber den werdet ihr noch alle kennen. So, und er hat mir zugelächelt. Als der kam, mein Gegner hat erst Turm schlägt D7 gemacht, um die Variante noch zu genauer zu spielen und hat übersehen, dass ich jetzt einfach nicht den D7-Turm spiele, sondern König schlägt A2. Und jedenfalls mein Sohn hat das gesehen und hat mir zugelächelt. Ja, so ein bisschen
bitter für meinen Gegner, denn jetzt hängen die beiden Figuren und ich kann er nicht beide decken und ja, alles ist verloren. Computer sagt wahrscheinlich, springt von 0,00 auf plus 10. Gut, das war, es ist halt eine feurige Angriffsstellung und da könnte jeder, wirklich jeder Zug der letzte sein. Und so Stellungen spiele ich gerne. Auch wenn ich, auch wenn ich es nicht besonders oft spiele, aber ich spiele schon sehr gerne auf Angriff eigentlich. Am liebsten spiele ich halt einfach nur Stellungen, wo ich besser stehe und nicht verlieren kann. Aber, ja, aber das ist auch ganz gut. Na gut, ja, ich hoffe, dass euch die Partie gefallen hat, dass ihr das Brett richtig alle sehen konntet. Und würde mich freuen, wenn ihr auch wieder einschaltet zur nächsten Partie des Monats. Vielen Dank.